Die Temperaturen hier oder so, oder der Stil passt gerade. Obwohl ich jetzt keinen Schnee habe, aber wir haben heute zum Beispiel minus 5 Grad heute Morgen gehabt. Ich meine, klar, das sind natürlich keine super Tiefwerte. Aber es ist jetzt schon für die Zeit recht kühl gewesen. Ja, sag mal. Ey. Was? Alter, ich spray den Gegner einfach nur total zu. Wie kann man denn mit so einem einfachen Schüssen permanent daneben schießen? Oh, Mann. Ja, auf jeden Fall, es passt, wie gesagt. Obwohl es nicht so verschneit ist, möchte ich auch ehrlich gesagt gar nicht. Bin ich gar nicht so ein Fan von. Obwohl es vielleicht mal schön ist, aber jedes Mal dann zur Arbeit zu fahren und, Oho. Oh. Nein, verdammt. Der eine Schritt hat mich verraten. Ich weiß, dass unten rechts auch einer ist. Oh, verdammt. Oh, diese dieses durch runterrutschen. Ich gehe zurück hier. Das ist mir zu doof hier gerade. Kommen die mir hinterher? Mal sehe ich die Gegner gar nicht durch die Bäume. Okay. Den hätten wir schon mal. Da hätten es noch einer. Ah, den habe ich nur gestriffen. Oh, das gibt ein neues Popoloch. Nee, das Ding kannst du behalten. Hat er den Stift nicht, den Zünder nicht schon reingemacht? Für seine Stielgranate? Das könnte hinhauen. Ich glaube, ich habe alle, oder? Dieses Nachlaufen nervt mich. Man hört immer nicht, ob das ich bin oder ob das andere sind. Das Bunkereingang? Geht's nicht lang, oder? Nee, geht's nicht hin. Na, auf jeden Fall ist es recht kühl draußen und ich mag das halt nicht. Schnee nicht so, wenn es, weil man dann diesen scheiß Matsch hat, dann immer, logischerweise, wenn es schneit, hat man irgendwann Schneematsch. Und das ist einfach eklig. Wie gesagt, wenn man mal frei hat und so, dann kann es ruhig schneien, dann ist es schön, aber man hat mal dann frei, das ist, ja, eigentlich eher selten. Also klar, die Level sind wahrscheinlich recht groß, deswegen. Das Sturmgewehr. Siegfriedlinie, Deutschland. Nee. Doch, das Sturmgewehr. Deutschland 18. Januar 1945. Unsere Flächenbombardement des Ruhrgebiets haben die Deutschen empfindlich geschwächt, so sehr, dass sie die Produktion bestimmter Waffen, vor allem des STG-44 Sturmgewehrs verlagern mussten. Jetzt wissen wir, wohin offenbar betreiben die Deutschen an der Siegfriedlinie in der Nähe der Feste Schmerzen eine Waffenfabrik mit Waffenlager. Das ist unsere Chance, den Nachschub der Deutschen zu stören. Hier ist der Plan. Dringen Sie in die Anlage ein und besorgen Sie sich eine Tarnung um entsprechende Papiere Verwenden Sie am besten eine Pistole mit Schalldämpfer. Stehlen Sie dann die Konstruktionspläne des STG-44. Suchen Sie anschließend Teile und Waffenlager. Schnappen Sie sich dort die neueste Version des STG-44. Sprengen Sie das Lager in die Luft und bringen Sie sich in Sicherheit. Dieses Sturmgewehr ist eine Revolution auf dem Gebiet der Waffentechnik. Ach, guck einer an. Die vollautomatische und überaus präzise Waffe hat ein großes Magazin und die Reichweite eines guten Gewehrs. Außerdem ist das STG-44 5 Pfund leichter als das BAR. Oder ich sag mal Bar. Keine Waffe in den Arsenalen der Alliierten oder der Achsenmächte ist mit den STG-44 vergleichbar. Passen Sie auf sich auf, Leutnant.
Das ist, wie gesagt, das Zeitalter des Sturmgewehrs. Ach, die Deutschen haben damals so viel Waffen, sag ich mal, revolutioniert oder erfunden. Raketen, Düsenjäger. Raketen ist vielleicht jetzt nicht die schönste Erfindung, ja, aber der Düsenjäger halt, ja. Ohne den. Ja, obwohl. Ist ja auch eher militärisch gesehen. Ja, wie soll ich denn hier mich einschleichen? Sind die dämlich? Da oben ist ein Wachturm, oder? Mit den behinderten Scheidenverpistole kriegt doch kein Gegner tot. Oh, doch. Wahnsinn. Ja, da muss ich. Nein! Oh. Ja, toll. Schnauze. Ich habe zwar gehofft, dass ich das irgendwie noch besser hinkriege, aber ich habe leider den Scheiß Scheinwerfer getroffen und nicht den Typen. Na, immerhin, ich meine, ja, das ist schon ein bisschen eine Reichweite. Wobei das aber trotzdem Luftlinie keine 15 Meter oder keine 20 Meter sind. Naja. Absolut präzise, hat er gesagt. Ja, ja. Total präzise. Ja, natürlich streut eine Waffe trotzdem, aber naja, egal. So, ja, nur. Ja, gut, okay, das wissen wir ja. Wir schleichen mal. Der wollte sich positionieren. Ich habe auch noch einen Schritt gehört, oder? Als sag mal jetzt. Gib Ruhe. Bin mal gespannt. Das STG 44 kriegen wir dann hier wahrscheinlich auch. Okay, das war nur ich wieder. Da haben wir einen dummen Pass. Möchte mich jetzt aber hier gar nicht. Ob ich jetzt undercover bin, bin ich mal gespannt. Okay. Ja, ein Versuch. Ach, ich brauche noch seine Klamotten, logischerweise, oder? Geil, einfach. In Ami-Kleidung hier durch die Gegend gegangen. Mit einem Ausweis der Deutschen. Wieso glaubt ihr mir alle nicht? So, okay, jetzt geht's wohl. C ist wahrscheinlich wieder Ausweis. C ist. Hab ich so eingestellt. Okay, das Undercover hier irgendwie nicht. Hey, hallo! Hier, seht ihr meinen Ausweis nicht? Ich bin noch rein. Leck mich doch! Undercover! Machst du mit mir ein Tänzchen? Wo ist hier ein Alarm? Da. Ja, super. Was bist du denn da? Achso, das sind ja die dauerhaften Leute, die mal kommen. Oh ne, kommt runter. Ich komme jetzt nicht zu euch hoch. Wird er fertig? Ah Mann, ich bin immer zu voreilig. Wie bitte? Der Offizier hat sich doch nicht tatsächlich in den Dreck gelegt. Naja, anscheinend doch. Okay, dann gehen wir mal langsam weiter. Schleichen wäre eigentlich auch mal angebracht, wa? Ich hasse es immer sowas. Denke mal nicht, dass wir hier was erwarten durften. Jetzt haben wir hier einen neuen Ausweis. Ja, toll.
Ist auch Schwachsinn. Warum sollte man hier sneaky durchgehen? Oder? Okay, hier ist nichts weiter. Ah, ich will ein bisschen, wie gesagt... Ah, seht ihr? Oh, verdammt! Oh, den Alarm schnell ausmachen. Arsch. Jetzt erwarte ich gleich meine gewisse... Genau. Begrüßung. Das war klar gewesen. Na, kommt noch was? Tatsächlich. Okay. Ich denke mal, das war's. MP-Munition? Oh, ich brauch sogar, sehe ich gerade. Wir haben schon viel Verbrauch. Das ist toll, wie die Granate... Oh! Wie die Granate einfach mal... auch wenn ich den Stift ziehe, nicht explodiert, wa? Okay, der hat sich hingelegt. Ich glaube, ihr gebt mir recht, wenn ich hier nicht sneaky durchgehe, oder? Sind die dafür viel zu simpel, die Gebiete? Hatte ich nicht mal Granaten gefunden? Ja, Stielgranaten, wollte ich sagen. Nee. Hat er einen Stichscharter, aber es ist nicht. Ich schleiche mal an der Tür vorbei. Nicht, dass wenn mich da wer hört. Oh, könnte das? Yep. Haben sie ja so gut dargestellt, also gut programmiert, dass man hier tatsächlich durchschießen kann. Das geht ja in einigen Spielen heutzutage manchmal oder so nicht. Hier ist keiner. Oh, doch. Da haben wir doch schon mal die Pläne gefunden. Guckt mal einen an. Wir hätten sogar durch den Schacht gehen können. Das ist ein Schwachsinn. Dafür ist es doch, wie gesagt, gar nicht stark genug bewacht hier. Dass man so sneaky sein muss. Früher hat man es ja wenigstens gemacht, dass man so gut wie keine Munition in den Level bekommt, damit es schwierig wird. Hier kommt man wieder raus. Oh, yes! Geil! Das ist ein wirklich krasses Gewehr. Wobei, man muss immer dazu sagen... Diese Waffe war zwar richtig gut gewesen für die Zeit, hat aber einen ganz beschissenen Nachteil gehabt. Es war sehr leicht zu zerstören, wenn es darum ging, die loszuwerden von jemandem. Man musste bloß hinten den Schaft zerstören, weil da drin war nämlich eine Spannfeder befestigt für die Waffe. Und damit war die Waffe danach im Arsch. Ja, stellt euch mal vor. Danach war die Waffe im Arsch, auch wenn du mal dich hingepackt hast, dass das scheiß Ding hinten abgebrochen ist. Was hinüber? Also ist nicht brauchbar danach gewesen halt. Das war dumm, ich weiß. Auch nicht damit gerechnet. Ach, hört doch jetzt auf. Hat der kein Zwischenspeichern gemacht? Ach, Freunde, wir sehen uns gleich wieder. Okay, jetzt sind wir wieder hier im Lager. Schön die STG 44 wieder. Gucken wir nochmal. Also hier ging es nicht weiter. Ja, das konnte ja keiner ahnen. Mensch. Schnell weg hier.
Jetzt komme ich da lang oder was? Ne. Yeses. Ziemlich geile Waffe. Wahrscheinlich zu der Zeit auch ziemlich schwer zu, also teuer zu produzieren, aber. Oh, verdammt. Na komm schon. Ja, ist natürlich nichts gegen der Bar. Mit 20 Schuss. Was mache ich hier eigentlich? Bin ich hier bescheuert? Hier nicht irgendwo ein Schalter? Nee. Nee, auch blöd. Ich weiß nicht, ob ich gerade überhaupt. Wartet mal. Muss ich lang? Muss ich hier lang? Nee. Also ich hätte doch da weiter gemusst. Das habe ich gar nicht einmal getroffen eben gerade. Wir müssen den jetzt entgegenlaufen, weil durch den Alarm kommen ja Pläne. Was? Na, komm schon, wechsel doch mal die Waffe. Jetzt haut's rein. Mich in Ruhe. Komm schon! Nein! Hier! Okay. Ja, auf mit dem Alarm! Sag mal. Gut. Da hält mal wieder einer dran. Ja. Scheint so, als wenn man. Ja, völlig falsch. Also, aber. Nee. Alles gut. Bei ihm mit dem Sturmgewehr war doch komisch, oder? Da ein paar Mal da keinen getroffen. Ach, Jungs! Ja, ich muss den Spitzenschuss hier verlassen. Das kommt hier! Kannst hier machen, was du willst? Die kommen von überall! Okay, gut. Ja, auch nicht. Zimmer noch schnell wieder nachladen. Komm schon, schnell, 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 schnell. Gib mir das Sturmgewehr wieder. Ja, keine Chance. Also der Alarm geht immer wieder an. Ich mache ihn trotzdem einfach nochmal aus. Oh, ich werde verfolgt. Ach, verdammt, verdammt, verdammt. Ja, aber mehr Schuss hat das Ding aber auch hier jetzt gerade nicht mal erzielen war. Ist ja auch nur 30 Schuss. MP hat doch 32. Naja, ist egal, es ging ja auch um die Reichweite früher. Da die Gewehre ja bei den Deutschen ja nur Repetierfunktion hatten. Schnell raus. Ah! Falsche! Die war ich vorhin gar nicht. Gar nicht gesehen. Alarm aus, hab ich ge. Alter! Wahrscheinlich genau hier lang. Oh, na klar. Alter, klar! Hä? Ich denke. Toll, ey. Ich hab ein Leben. Ich hänge hier fest. Das war's eh für mich.
machen ihn da. Okay. Ja, die Entfernung. Was? Ich fasse es gerade nicht. Den Schaden, den ich auf der Entfernung mache, ist immer noch ziemlich gut. Ich werde von hinten auch gleich attackiert. Oh, verdammt! Oh, verdammt! Alter! Oh, verdammt! Nein, verdammt, falsche Waffe! Andere Waffe! Martin, schnell! Alter, klar, das wird mal gar nicht. Ich wollte eigentlich gucken, ob ich... Okay, schnell weiter. Sieben Leben. Was hat denn der da gemacht? Ich hoffe, er hat keine Granate gezündet. Oder? Kommen sie wieder, oder? Leben! Oh, Freunde, Alter. Genial. Also jetzt bin ich wirklich gerade ein bisschen hochgepresst. Oh, das ist eigentlich gut, glaube ich, dass ich die... Okay. Position jetzt schon hier so umgangen bin, damit ich da auch lebend durchkomme, war. Das ist ja nicht... Ich wollte gerade sagen, es ist nicht offen. MG-Nest. Ich fasse es nicht, ich habe gerade noch mit einem Leben überlebt. Jetzt hat mich die... Das kann sich noch ändern. Ich werde wieder von hinten angegriffen. Mann. Mann. Ne, das dauert mir zu lange. Doch, da war doch wer. Das Alter. Einfach nur weiter erstmal. Okay, weiter. Das war's. Ich glaube, ich hab's geschafft, oder? Nee. Oh mein Gott, ey. Na komm schon. Hinter mir. Ja klar, wie unmöglich das eigentlich ist.